Herzlich willkommen an unsere drei Experten hier schon mal und an die Journalisten da draußen zu einem nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Dieses Mal zum Thema die Auswirkungen voller Intensivstationen auf die medizinische Grundversorgung in Pandemiezeiten. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Jakobs. Ich bin Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht ja jetzt mit dem Blick auf diesen nächsten Covid-Winter vor einer schweren Zeit eigentlich. Täglich vermeldet das Robert-Koch-Institut neue Rekordinzidenzen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen steigt immer weiter und in manchen Regionen oder auch schon immer mehr Regionen müssen die Covid-19-Erkrankten auch in andere Kliniken gebracht werden. Der Betreuungsaufwand für die Covid-Patienten ist vergleichsweise hoch, weshalb planbare Operationen, auch Behandlungen abermals verschoben werden müssen, wie auch in den vorangegangenen Infektionsfällen schon. Und diese Folgen dieses Aufschubs können mitunter fatal sein. So zeigen vergangene Lockdowns, also international, bereits Verzögerungen bei der Krebsdiagnostik. Und im Juli 2020 gab es zum Beispiel eine Modellierungsstudie, die für England erwartet, dass in den nächsten 5 Jahren aufgrund der verminderten Vorstellung von Verdachtsfällen von Krebspatienten ein 5- bis 17-prozentiger Anstieg bei der Krebsmortalität in den nächsten 5 Jahren erwartet werden kann. Und die Frage ist so ein bisschen, welche Lehren lassen sich aus diesen Infektionswellen vorher schon ziehen und aus der jetzigen, insbesondere für die Diagnostik von und Behandlung von Krebspatienten, aber auch von anderen natürlich in Krisenzeiten. Und inwieweit beeinflussen diese verschobenen Operationen und Untersuchungen die Übersterblichkeit, wenn man das soweit sagen kann? Wie ist die derzeitige Lage auf den Intensivstationen? Das möchten wir auch gerne nochmal beleuchten. Wie können dort zusätzliche Betten gewonnen werden? Und inwieweit können die von der Politik angekündigten Ausgleichszahlungen für Kliniken eigentlich die Situation entschärfen? Unter anderem diese Fragen und natürlich auch Ihre Vergleich von den Journalisten möchten wir natürlich mit den Experten beantworten, die ich jetzt einmal ganz kurz vorstellen darf. Wir haben Herrn Dr. Professor Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin und Co-Direktor des European Observatory on Health System and Policies sowie Mitglied des Fachberats des Bundesgesundheitsministeriums. Hallo Herr Busse. Professor Dr. Michael Halleck, Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin an der Uniklinik Köln. Hallo Herr Halleck. Und Professor Dr. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo, Herr Kluge, und schön, dass Sie alle drei kommen konnten. Die Terminfindung war nicht immer ganz einfach, aber wir haben es geschafft. Von daher vielen Dank, dass Sie da sind. Für die Journalisten da draußen vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, den kennen Sie ja eigentlich schon, das Interview bzw. das Gespräch wird aufgezeichnet. Sie können es später nochmal bei YouTube sich anschauen. Genauso wird es ein Transkript geben. Sie können also alles auch nochmal nachlesen. Und Fragen auch wie immer bitte gerne ins Frage-Antwort-Tool stellen, nicht in den Chat. Wir bannen Sie nicht, wenn Sie es mal in den Chat versehentlich stellen, aber es ist für unseren Kollegen im Hintergrund einfach einfacher, die Fragen dann zu sortieren und mir weiterzureichen und den jeweiligen Experten dann zu geben. Herr Kluge, ich würde dann gerne mit Ihnen das Gespräch starten und zwar mit einer allgemeinen Frage einfach zur Lage auf den Intensivstationen. Die werden Sie das schon öfters jetzt gehört haben, aber vielleicht geben Sie uns nochmal ein kurzes Statement oder einen kurzen Einblick. Wie läuft es gerade bei Ihnen? Welche Patienten liegen bei Ihnen mit welcher Überlebenschance? Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und die Möglichkeit, hier kurz Informationen zu geben über die aktuelle Lage auf den deutschen Intensivstationen. Wir sind ja als Intensivmediziner notgedrungen gut vernetzt und deswegen, glaube ich, haben wir auch gute Informationen, auch natürlich dadurch, dass jeder Intensivmediziner jeden Tag die aktuellen Daten zu Covid-19 im sogenannten DIVI-Intensivregister eingeben muss. Also momentan haben wir jetzt deutlich über 3.000 Patienten auf den Intensivstationen mit Covid-19. Diese Zahl steigt täglich an um 80 bis 100 weitere Patienten, die einfach als Delta dazukommen. Es ist ja so, dass im Hintergrund viele Patienten dann doch noch mehr aufgenommen werden, aber andere abverlegt werden oder sterben. Wir wissen, dass die Sterblichkeit bei notwendiger Intensivbehandlung bei Covid-19 weiter zwischen 30 bis 50% liegt. Wenn jemand an die künstliche Lunge muss, an die sogenannte ECMO, dann liegt die Sterblichkeit in Deutschland noch weit über 50%, abhängig natürlich extrem vom Alter, vom Impfstatus und von Vorerkrankungen. Und die Belastung ist sehr, sehr groß. Wir sehen gerade in den Bundesländern mit hohen Inzidenzen in Bayern, Thüringen und Sachsen, dass die Notfallversorgung und Intensivversorgung teilweise nicht mehr gewährleistet werden kann, dass einzelne Krankenhäuser Notfälle nicht mehr versorgen können. Und auch in Österreich, das haben Sie ja gehört, wird bereits über Triage geredet. Österreich ist nun nicht so weit weg von Bayern. Also extrem schwierig. Im Norden sind wir etwas besser aufgestellt. Wir haben in Bundesländern wie Hamburg und Bremen nur 10% der Intensivpatienten mit Covid-19 im Vergleich zu den eben genannten Bundesländern. Aber wir sehen eigentlich überall, dass die Infektionszahlen steigen.
Wir wissen, dass wir eine Abhängigkeit haben nach wie vor von hohen Infektionszahlen und nachfolgender Intensivbelegung. Laut Daten des DIVI-Intensivregisters werden 0,8% dieser Infizierten intensivpflichtig, wenn man das über alle Infizierten in Deutschland mittelt. Und daher kommt da jetzt eine große Welle auf die deutsche Intensivmedizin zu. Einzelne Bundesländer beantragen jetzt bereits Verlegungen von Osten und Süddeutschland nach Norddeutschland über das sogenannte DIVI-RKI-Kleeblatt. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen auf uns zukommen. Und stehen insgesamt leider weniger Intensivbetten zur Verfügung als noch im letzten Jahr. Wie kommt das? Das ist einfach das Nadelöhr Personal, insbesondere Pflegepersonal. Wir sehen leider einen Trend, der bereits vor der Corona-Pandemie schon einfach da war. Das ist definitiv so. Auch vor Corona hatten wir gesperrte Intensivbetten. Aber wir sehen jetzt, dass bis zu 30% der deutschen Intensivbetten, die ja sehr zahlreich sind, in den Krankenhäusern gar nicht betrieben werden können, weil uns das Personal fehlt. Und das ist einfach das Riesenproblem, auch hier in Hamburg. Wir haben freie Intensivbetten, aber wir haben kein Personal. Und die Bereitschaft, auch von Pflegepersonal oder von Ärzten von der Normalstation auszuhelfen, die ist, ich sage mal, wenn man ehrlich ist, null. Auch die Mitarbeiter im Krankenhaus sind pandemiemüde. Und wenn man dreimal schon seinen Arbeitsplatz für mehrere Monate wechseln musste, und die Arbeit auf der Covid-Intensivstation ist ja auch extrem hart, das muss man sagen, die Covid-19-Patienten sind sehr betreuungsintensiv, dann ist die Bereitschaft hier einfach deutlich gesunken. Und wir sehen, dass nicht nur die Krankheitsquote, denke ich, flächendeckend in Deutschland sehr hoch ist unter den Krankenhausmitarbeiterinnen, insbesondere im Pflegepersonal, sondern auch solche Themen wie Arbeitszeitreduktion und Berufswechsel eine Rolle spielen, sodass wir einfach nicht mehr so leistungsfähig sind. Und das ist unser Problem momentan, sodass wir natürlich die Politik dringend auffordern, als Intensivmediziner Kontaktbeschränkungen auszusprechen, die Gesellschaft bitten, sich konsequent an die AHA-Regeln zu halten. Und wir brauchen, denke ich, auch eine nochmal neue intensivierte Impfkampagne, gerade vor dem Hintergrund, dass die STIKO jetzt ja kurzfristig die Boosterimpfung für alle Menschen, Bürgerinnen in Deutschland ab 18 Jahren freigeben oder empfehlen wird. Ich denke, hier kommt dann wirklich ein riesen Logistikaufwand hinzu, dass wir wirklich diese Boosterimpfung nach 6 Monaten bei allen Deutschen sicherstellen müssen, so früh wie möglich, weil wir einfach sehen, das schützt vor schweren Verläufen, aber auch vor Infektionen. Vielleicht zuletzt noch kurz, was sind das für Patienten, die dort liegen? Also aufgrund der aktuellen Erhebung auch des RKIs ist es nach wie vor so, dass 80-90% der Patienten, der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ungeimpft sind. Das ist nach wie vor die größte Gruppe. Wir sehen aber eine Tendenz zu mehr Impfdurchbrüchen. Wir sehen eine klare Tendenz auch hier in Hamburg, dass wir mehr Patienten aufnehmen, die bereits doppelt geimpft sind. Hier können wir einfach nur noch mal auf die Auffrischimpfung hinweisen, weil wir wissen, dass der Impfschutz über die Monate leider abnimmt. Also gerade bei älteren, bei immungeschwächten Patienten ist diese Auffrischimpfung lebensrettend, möchte ich mal sagen. Und das Zweite ist natürlich, es ist ein statistisches Phänomen. Wir werden noch mehr Impfdurchbrüche sehen bei den Intensivpatienten. Die Zahl wird immer weiter steigen, weil wir ja immer mehr impfen und weil die größte Gruppe natürlich mittlerweile geimpft ist. Und insofern ist das einfach völlig zu erwarten. Sie kennen ja die ganzen Erklärungen dafür. Wenn wir beispielsweise nur Geimpfte hätten in Deutschland und wissen, die Impfung ist zu 90% effektiv in der Vermeidung schwerer Verläufe, dann wissen Sie, dann hätten wir nur noch Geimpfte auf den Intensivstationen. Das ist nur manchmal Laien relativ schwer begreiflich zu machen. Das Patientenspektrum ansonsten vielleicht als letztes geht wirklich von 20 bis 80 Jahren, überwiegend Ungeimpfte. Alle haben eigentlich Risikofaktoren. Das sind natürlich schwere Grunderkrankungen wie eine Krebserkrankung, wie schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es sind aber auch banale Alltagserkrankungen wie eine Zuckererkrankung, wie ein Übergewicht oder einfach ein hohes Lebensalter auch. Das ist ja einfach ein starker Risikofaktor. Und wie gesagt, der jüngste Patient heute hier bei uns auf der Intensivstation UKE, wir betreuen jetzt gerade aktuell 12 Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation, ist um die 20 Jahre alt. Also ist natürlich eher unwahrscheinlich, im jungen Lebensalter auch betroffen zu sein. Aber wenn ich Risikofaktoren habe, nochmal Zuckerkrankheit, Übergewicht, dann bin ich hier auch gefährdet. Und deswegen gilt einfach diese Impfempfehlung für alle von der STIKO empfohlenen Altersgruppen. Vielen Dank, Herr Kluge. Als nächstes würde ich gerne Herrn Busse eigentlich zu einem ähnlichen Thema befragen, und zwar die Intensivstationen, dass sie gut ausgelastet sind, ist ja per se erstmal nichts
Unnormales. Das ist ein bisschen im Sinn der Sache, dass sie gut gefüllt sind, beziehungsweise es ist häufig der Fall so. Und die meisten Patienten, die dort liegen, sind ja eben keine Covid-Patienten, sondern haben ganz andere Leiden, beziehungsweise kommen von anderen Operationen oder müssen deswegen auf die Intensivstation. Können Sie derzeit nochmal das Verhältnis so ein bisschen einordnen? Wie viele Covid-Patienten liegen dort und wie war es in den vergangenen Jahren oder Infektionsfällen zum Beispiel? Naja, vielleicht müssen wir mal anfangen. Wir waren ja Anfang der Pandemie, Anfang letzten Jahres, haben wir uns beruhigt zurückgelegt oder relativ beruhigt, weil wir so viele Intensivbetten hatten. Also wir messen das ja im internationalen Vergleich. Wir kommen so auf 34 Betten pro 100.000 Einwohner und ein Land wie Schweden kommt auf 5. Also wir haben 7-mal mehr Intensivbetten als Schweden hat. Aber wie wir jetzt gemerkt haben, und letztes Jahr war es ja so, haben wir auch die Pflegepersonaluntergrenzen außer Kraft gesetzt. Also wir haben es zugelassen, dass relativ wenig Pflegepersonal auch pro Bett da ist. Das ist ja jetzt scharf geschaltet worden. Deswegen ist uns aus guten Gründen natürlich, dass eine Pflegekraft nur noch auf 2 Intensivpatienten gleichzeitig sich um die kümmern kann. Das hat zum Teil dazu geführt, dass das eben jetzt das vorhandene Personal ja die Betten bestimmt, was mit der Müdigkeit des Personals hat dazu geführt hat, dass wir jetzt weniger Betten zur Verfügung haben, aber immer noch mehr als in vergleichbaren anderen Ländern. Wenn man sich das jetzt anguckt, sind zurzeit etwa 85% der Betten belegt, die wir auf den Intensivstationen haben und die mit Personal ausgestattet gelten. Von diesen 85%, das ist etwas höher, als wir im Schnitt haben, da sind wir so bei 80% etwa, ist jeder sechste Patient, der derzeit auf den Intensivstationen liegt, natürlich im Mittel über die ganze Republik, ist ein Covid-Patient. Die sind anders als die anderen, wie Herr Kluge schon gesagt hat, sind die einerseits arbeitsaufwendiger. Glücklicherweise kann man sagen, haben wir jetzt diese Pflegepersonaluntergrenze. Und zweitens bleiben sie deutlich länger. Die typischen Intensivpatienten haben ja so im langjährigen Mittel nur eine Verweildauer von 4 Tagen. Also man muss sich vorstellen, im Normalbetrieb ist es ja so, dass von 100 Betten sind 20 frei, aber von den anderen 80 werden jeden Tag auch 20 frei, sodass man nicht nur auf die 20 Freien gucken darf, sondern es stehen jeden Tag 40 zur Verfügung von 100 Betten. Aber derzeit ist es eben so, je mehr Covid-Patienten da sind, desto länger sind die da und das verringert auch den Turnover an möglichen Betten. Wir sind da noch von einer ganz kritischen Grenze weg, aber wenn wir nach Österreich gucken, und ich glaube, das ist zum Teil die Verwirrung natürlich, dass wir jetzt alle, also die Bevölkerung, so kleine Epidemiologen sein muss, dass sie pro 100.000 rechnet, aber dass wir natürlich gleichzeitig auch echte Kapazitäten auf den Intensivstationen haben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben eine Inzidenz von 300 pro 100.000, Herr Kluge hat schon gesagt, etwa 0,8% davon kommen auf die Intensivstationen, dann sind das halt bei 300 pro 100.000, sind das so 2,5 ungefähr. Jetzt haben wir aber in Deutschland ja 80 Millionen Personen. Wir müssen also dieses pro 100.000 mal 800 nehmen und dann werden eben auf den 2,5 werden absolut gesehen 2.000, die da pro Woche auf die Intensivstationen kommen. Und wenn die dann 2 Wochen liegen, naja, sind es 4.000, da sind wir ja fast. Das ist noch unkritischer, aber wenn man nach Österreich guckt, in Salzburg und dann bei Inzidenzen von 1.000 ist, kann man dann natürlich hochrechnen, dass es dann wirklich kritisch wird. Also ich glaube, man muss sehen, dass es derzeit nicht so ist, dass das derzeit niemand versorgt wird, aber wenn die Zahlen weiter so hochgehen, dann wird da doch eine Grenze erreicht. Und dann kommt die Debatte natürlich, warum liegen bei uns so viele Nicht-Covid-Patienten auf den Intensivstationen? Das ist schon eine Debatte, die auch die Intensivmediziner ja jetzt selber auch führen, dass es auch, wie bei uns im Krankenhaus insgesamt, auch auf den Intensivstationen eine gewisse Überversorgung gibt. Die Frage ist halt, wie schnell man das jetzt in der akuten Situation lösen kann. Also kriegt man wirklich diejenigen, die in anderen Ländern vielleicht auch nicht liegen würden, auf den Intensivstationen, können wir die sozusagen die Betten, mit denen belegt sind, freiziehen, ohne dass gleich die wir da eigentlich wirklich drin sehen wollen, davon betroffen sind. Soweit vielleicht von mir. Okay, vielen Dank, Herr Busse. Herr Halleck, in manchen Regionen mussten oder in einigen, immer mehr Regionen müssen bestimmte Operationen und Behandlungen ja bereits verschoben werden, eben wegen dem hohen Betreuungsaufwand für Covid-Patienten.
Und Sie sind auch Direktor des Zentrums für Integrierte Onkologie Köln-Bonn. Wie bewerten Sie die Versorgung der Krebspatienten gerade in diesen Krisenzeiten und die Qualität der Diagnostik momentan? Also, um direkt auf die Frage einzugehen und danach würde ich gerne noch zwei, drei grundsätzliche Sachen loswerden. Da ist zu sagen, dass im Moment in diesen Regionen die Versorgung der normalen Patienten natürlich beeinträchtigt ist. In vielfacher Weise. Ich habe gerade mit Kollegen in Bayern geredet und in Sachsen letzte Woche. Dort ist es schon so, dass jede aufschiebbare Operation verschoben wird, weil sonst die Intensivbetten nicht mehr da sind. Und das heißt, dass man halt so gut eben möglich beurteilt, ob sich das noch aufschieben lässt. Und dann wird die Tumoroperation zum Beispiel, weil Krebspatienten haben häufig wichtige Operationen und ist auch eine der, sagen wir mal, häufigsten Diagnosen, die eine rasche Operation bedarf. Die werden dann verschoben. Und zwar manchmal auch mit Nebenwirkungen, die dann zum Fortschreiten des Tumors führen. Das habe ich selber auch erlebt. In der zweiten und dritten Welle hier in Köln hatten wir solche Fälle, wo wir große Operationen einfach nicht durchführen konnten, weil es kein Intensivbett gab für die postoperative Versorgung. Und dann kann es ganz konkret dazu führen, dass auch das Wohlergehen des Patienten Schaden nimmt. Das ist in einem immer noch nicht ganz so schlimmen Ausmaß. Also im Moment haben wir das eher im Süden. Das muss man klar sagen, weil im Norden und im Westen ist die Situation noch nicht so schlimm, hat ja Kluge ja auch schon zu Recht gesagt. Aber dort ist es eben schon so. Und wenn die Fallzahlen weiter steigen, werden wir das wieder in ganz Deutschland haben. Das heißt, es führt zu einer zu späten und damit Fehlversorgung wichtiger Bereiche. Ich will noch ein anderes Beispiel erzählen, weil eben auch selbst erlebt, die Verschiebung von wichtigen Herzoperationen oder Herzinfarktversorgungen. Wenn man eine Stunde lang mit einem Patienten während eines Herzinfarkts ein Krankenbett sucht in der Großstadt, weil es keins mehr gibt, ist es für alle Beteiligten, vor allem aber für den betroffenen Patienten eine extreme Situation. Und so ist es dann in diesen Regionen. Wenn es kein Intensivbett mehr gibt, kann der Notarzt nirgends anfahren und dann werden die manchmal unter sehr schlechten Bedingungen versorgt oder eben einfach in der Gegend herumgefahren. Das ist das, was ich bewusst weiche Triage nenne, weil das ist ja nicht eine Nichtversorgung. Man bemüht sich schon, aber es führt zu Verzögerungen und Verschlechterungen der Versorgung. Das ist eine Auswirkung der Pandemie und die ist jetzt meines Erachtens von den Schilderungen der Kollegen in den südöstlichen Teilen der Bundesrepublik bereits eingetreten. Ich will noch was ganz Allgemeines sagen in einer Minute. Wir haben uns da, glaube ich, in eine Falle locken lassen im Diskurs, in eine ganz wesentliche argumentative Falle, nämlich die Falle, dass wir so tun, als sei alles okay, wenn die Intensivmedizin mit den Covid-Patienten gerade eben noch klarkommt. Dabei bedeutet jetzt die aktuelle Fallzahl von 50.000 zusätzlichen Neuinfektionen am Tag, dass wir in ein paar Wochen 400 neue Intensivpatienten haben werden. Und die Intensivstation ist für die Menschen eine Folter. Das ist im Prinzip das Ringen um die Atmung, um Sauerstoff oder der Tod in ungefähr der Hälfte dieser Patienten. Und man kann doch das Gesundheitswesen bei einer vermeidbaren Ursache nicht so steuern, als sei alles in Ordnung, wenn man mit der Intensivmedizin noch genug klarkommt. Das wäre so, als würden wir die 3.000 Verkehrstoten in Deutschland erhöhen wollen, weil wir das Gefühl haben, die Intensivstationen kämen auch mit 10.000 klar. Hier haben wir zurzeit mehr als 1.000 Covid-Tote pro Woche. Das sind in 3 Wochen so viel wie Verkehrstote pro Jahr. Und wir tun alles, übrigens auch Freiheitseinschränkungen wie rote Ampeln oder Geschwindigkeitsbeschränkungen, um die Zahl der Verkehrstoten jedes Jahr zu reduzieren von 3.000 auf möglichst null. Und gleichzeitig wird eine Debatte geführt, als sei die Welt in Ordnung, wenn die Intensivmedizin noch genügend Covid-Patienten versorgt, ohne dass der Rest nicht mehr funktioniert. Und diese Debatte muss verändert werden. Es ist eine vermeidbare Erkrankung. Wir können sie durch Impfen und durch Hygienemaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Und es ist eben überhaupt nicht in Ordnung, wenn wir zurzeit wieder mehrere tausend Patienten pro Monat auf Intensivstationen behandeln. Das führt den gesamten Dialog in die Irre. Ja, vielen Dank, Herr Halleck. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3 Fragen von den Journalisten bekommen. Ich würde die jetzt einfach schon mal dazwischen schieben, bevor wir vielleicht mit noch allgemeineren Fragen weitermachen. Frau Polke fragt, wie weit sind wir in Deutschland, vielleicht auch insbesondere in NRW, von einer Triage entfernt? Und vielleicht nochmal
die Erklärung, warum die Auslastung mit weniger Patienten als im letzten Winter trotzdem schon ähnlich hoch ist. Also vielleicht, Herr Kluge, vielleicht möchten Sie starten damit mit Triage und dann können wir auch gerne nochmal an die anderen beiden. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir jetzt ganz weit davon entfernt sind. In Österreich wird das ja anscheinend laut den Medienberichten in einigen Regionen diskutiert. Herr Busse hat es auch angedeutet. Und wir sehen, es ist einfach abhängig von der Inzidenz. Und wenn wir gerade sehen, in diesen Grenzgebieten, Bayern hat ja nun da auch die unglückliche Lage mit Tschechien und Österreich mit sehr hohen Inzidenzen als Nachbar. Das ist einfach natürlich abzusehen, dass die Kapazitäten nicht reichen werden in diesen Regionen mit den hohen Inzidenzen. Und wir können jetzt nur eigentlich drei Dinge tun. Die Operationen, die nicht dringend notwendig sind, müssen verschoben werden. Das ist unheimlich schwer. Herr Halleck hat auf Krebsoperationen hingewiesen. Es gibt aber natürlich auch dringende Gefäßoperationen, dringende neurologische, neuroradiologische Eingriffe. Wenn jemand eine Gefäßerweiterung hat von 7 Zentimeter am Körper, die jede Woche platzen kann, auch dann muss es dringlich operiert werden. Das ist einfach sehr schwierig. Wir reden ja hier nicht über Hüftoperationen, wo man nochmal 3-4 Monate Zeit hat. Die müssen ja im Regelfall diese Patienten gar nicht auf die Intensivstation. Das Zweite ist, wir müssen die Intensivbetten, die ja da sind, Herr Busse hat es gesagt, wir haben 7-mal mehr Intensivbetten als Schweden und natürlich auch einen anderen Anspruch als die Schweden, was die Intensivversorgung angeht, die müssen wir betreiben. Das heißt, wir müssen Personal, so schwierig das ist, und das führt zu weiterer Belastung der Pflegekräfte und Ärzte, bitten, auf den Intensivstationen zu arbeiten. Aber Herr Halleck und viele weitere brauchen das Personal natürlich auch in ihren Abteilungen. Das heißt, wir müssen die Leistung dann wieder dort einschränken. In der Onkologie, in der Kardiologie, das geht teilweise gar nicht. Also das ist einfach ein Dilemma. Und das Nächste ist, wir müssen Patienten aus diesen besonders betroffenen Bundesländern verlegen, damit es gar nicht zur Triage kommt, zu dieser klaren Triage, dass man einfach einem Patienten das Intensivbett nicht mehr anbieten kann. Aber es gibt natürlich jetzt schon in den betroffenen Bundesländern, und das sind sehr, sehr viele, eine latente Triage. Also wenn ich einen Schlaganfallpatienten nicht übernehmen kann in das Krankenhaus, was 20 Kilometer entfernt ist und was die spezialisierte Schlaganfallversorgung anbietet, dann ist das für mich eine latente Triage. Wenn der Onkologe einen onkologischen Patienten mit akuten Leukämien nicht aufnehmen kann im Krankenhaus, weil er nur noch Einzelzimmer seinen Patienten anbieten muss und wird die Patienten, die besonders gefährdet sind, nicht mehr in 2-Bett- oder 3-Bett-Zimmern versorgen können und hier die onkologische Behandlung verzögert wird, dann ist das ja auch eine Form von latenter Triage. Also das findet schon statt in Deutschland. Und deswegen wundert es mich persönlich, dass die Politik so zögerlich, wenn wir jetzt die Gesamtpolitik anschauen, reagiert. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, da spreche ich wirklich für alle Intensiv- und Notfallmediziner. Herr Halleck, vielleicht dazu, Sie haben ja diesen Begriff dieser weichen Triage auch so ein bisschen geprägt. Zuletzt, vielleicht können Sie da auch nochmal dann Stellung zu nehmen. Ja, der ist eben das, was ich erlebt habe, dass man abwägen muss, ist eine Operation aufschiebbar? Und dann macht man das nach bestem ärztlichen Wissen und Gewissen. Und trotzdem ist es dann möglich, dass der Patient mit einer Komplikation kommt, die eben deutlich anzeigt, hätte man besser mal früher operiert oder hätte man früher interveniert. Die Neurochirurgen, will sie noch als Beispiel erwähnen, weil wir sie nicht hatten, haben häufig große, schwierige Entscheidungen. Und auch da kenne ich Fälle, rede nicht nur theoretisch, wo man sagt, okay, das kann man noch aufschieben und dann kommt der Patient ein paar Tage später mit Hirndruckzeichen und einer schwersten Komplikation und muss notfalloperiert werden. Und das ist passiert, weil wir schlicht und einfach kein OP mehr haben. Also das ist nicht, weil es jemand so möchte, sondern weil man aufgrund der gesamten Versorgungssituation in Krankenhäusern manchmal Eingriffe verschieben muss. Und das hat negative Folgen, zum Glück für wenige Patienten. Aber das ist im Grunde das, was ich mit weicher Triage bezeichne. Der akute Notfall wird immer noch in der Regel versorgt. Die Frage, die kam gerade, ich will sie nochmal gezielt beantworten, das kam ja auch die Situation in Nordrhein-Westfalen zur Sprache. Und Stand heute ist das noch kompensiert. Die Inzidenzen und die Intensivpatienten in Nordrhein-Westfalen sind ja niedriger als im Südosten. Aber im Südosten heißt in Bayern und Sachsen, kann man erleben, wohin es gehen wird, wenn die Fallzahlen weiter steigen. Das ist unaufhaltsam und wir müssen alles tun, dass die Fallzahlen sinken, weil es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der Corona-Infektion, also den Fallzahlen, und den anschließenden Intensivpatienten in ungefähr 3 Wochen Abstand.
Vielleicht als eine Nachfrage dazu, Sie haben es gerade erwähnt, es ist natürlich keine leichte Entscheidung zu sagen, wann welche Operation oder Behandlung eventuell verschoben wird, aber können Sie vielleicht kurz erklären, auf welcher Grundlage oder auf welchen Kriterien sowas dann getroffen wird, so eine Entscheidung? Also wie geht man da vor? Ist wahrscheinlich auch ethisch natürlich keine einfache Frage. Das ist ein ethisches Dilemma. Es gibt manche Operationen, die kann auch nur ein großes Zentrum machen, weil sie sehr, sehr kompliziert sind und dann können Sie einfach nur überlegen, wo ist es zumutbar? Natürlich versuchen Sie in so einer Situation die Abschätzung zu machen, dass es ohne Komplikationen ausgeht. Aber im Normalfall würden Sie so eine Entscheidung gar nicht treffen müssen. Das ist, worauf ich hinaus will. Sie würden im Prinzip über alle Ressourcen verfügen. Wenn Sie aber manchmal nur noch einen Operationssaal pro Tag frei haben, weil das gesamte Personal in der Covid-Versorgung abgezogen ist, und das hatten wir so im Mai und im April, ja, dann fällen Sie plötzlich solche Entscheidungen. Und die fällen Sie immer so, dass möglichst niemandem etwas passiert, aber dass Sie sie überhaupt treffen müssen, also eine Operation, die Sie normalerweise am nächsten Tag durchführen würden, dass Sie die in die Woche verschieben, weil Sie gar keine Plätze mehr haben, das ist etwas, was der Bevölkerung, glaube ich, klargemacht werden muss. Das ist ein Zwang, in den wir gestoßen werden, der so nicht sein müsste, wenn die Pandemie unter Kontrolle wäre. Vielen Dank. Herr Busse, vielleicht dazu, inwieweit sich etwaige Probleme eben bei der Behandlung von Krebspatienten zum Beispiel auf die Übersterblichkeit irgendwann auswirken könnten, können wir ja vermutlich heute noch nicht sehen. Aber was erwarten Sie da? Gibt es da irgendwie Hinweise oder Richtungen, Tendenzen, die man da irgendwie aus Studien oder Modellierungen schon mal sehen kann? Naja, wir müssen ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben insgesamt, haben wir nicht nur mehr Intensivbetten, sondern wir behandeln auch mehr Patienten auf Intensivstationen. Und natürlich, insgesamt ist es so, dass das sich nicht in verbesserten Ergebnissen in Deutschland niederschlägt. Wir hätten also genügend Reserve, wenn wir gucken würden. Das kann mir auch eine Frage zu Schweden. Ich glaube, wir haben den Anspruch, dass halt mehr Patienten, die in anderen Ländern nicht auf Intensivstationen kommen, häufig Patienten, die sowieso keine große Überlebenschance haben, müssen wir halt auch mal ehrlich sagen, dass sie würden in Schweden nicht auf Intensivstationen kommen, bei uns kommen sie auf Intensivstationen. Wir hätten also natürlich in einem längeren Prozess die Chance, das zu überdenken. Wahrscheinlich nach der Pandemie sollten wir das mal machen. Jetzt akut ist ja immer die Frage, kommen jetzt wirklich, also können wir so schnell sinnvolle, ethisch gerechtfertigte Entscheidungen treffen, dass wirklich sozusagen diejenigen, die in anderen Ländern vielleicht auch nicht intensiv behandelt würden, da jetzt nicht hinkommen? Oder verschieben wir diejenigen, die jetzt am einfachsten zu adressieren sind, weil jetzt eine Operation kommt? Also wir haben halt insgesamt, muss man sagen, im deutschen Gesundheitssystem gegenüber anderen Ländern ja jetzt keine besseren Ergebnisse. Wir haben jetzt die Gefahr, dass wir vielleicht die Falschen jetzt noch nach hinten schieben und die Ergebnisse sich noch weiter verschlechtern. Wir sollten das auch als Chance mittelfristig begreifen und zu sagen, okay, wir müssen eigentlich für das nächste Mal besser vorbereitet sein und uns überlegen, wie priorisieren wir auch wirklich gerechtfertigt. Ich hatte ja schon gesagt, es gab einen guten Artikel davon unter den Intensivmedizin selber, auch im März dieses Jahres, Überversorgung in der Intensivmedizin. Und das ist ein Thema. Aber jetzt so in der Pandemie das schnell umzusetzen, ist schwierig. Wir haben bisher gegenüber, vielleicht als letztes und zu Ihrer Frage zurück, wir haben bisher ja die Übersterblichkeit in Deutschland jetzt rückwirkend bisher betrachtet, ist geringer als in vielen anderen Ländern, weil andere Länder da natürlich insbesondere durch die höheren Covid-Zahlen in den ersten Wellen auch eine höhere Übersterblichkeit hatten. Und wir müssen eben sehen, ob das jetzt hält, sozusagen, dieser relative Vorteil gegenüber anderen Ländern. Ich würde da gerne kurz einhaken, Herr Busse, ein bisschen eine Nuance reinbringen, die vielleicht nicht ganz dem entspricht, was Sie sagen. Wir sind ja sonst fast immer einer Meinung. Ich glaube, dass mit der grundsätzlichen Überversorgung in den, sagen wir mal, Normalzeiten, das muss man diskutieren, da stimme ich überein. Mit der Überversorgung an den großen Zentren, die Eingriffe machen mit sehr hoher Komplikationsrate, da würde ich sagen, sind wir fast immer an der Kante und da ist wahrscheinlich keine Überversorgung in dem Sinn da. Das wird ein Kommentar, der immer wichtig ist. Es geht eher um die Fehlverteilung in der Fläche. Also das heißt, wir haben sehr viele Krankenhäuser mit kleinen Intensivstationen. Und der andere Punkt, den will ich schon sagen, also im Gegensatz zu den Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien, haben wir wegen dieser Elastizität des Systems, also mit einer, sagen wir, sehr guten Versorgung oder größeren Versorgung, natürlich
auch verhindern können, dass wir humanitäre Katastrophen generiert haben, wie wir sie aus Bergamo in den Nachrichten sehen mussten oder auch aus Mühlhausen oder Mulhouse in Frankreich in der Gegend. Das heißt, wir konnten es immer noch auffangen durch Umverteilung dann. Das heißt, in der aktuellen Krise kann das für uns eine Möglichkeit sein, das Schlimmste abzuwenden, weil wir es besser verteilen können. Und es ist uns erspart geblieben, im Prinzip Patienten gar nicht mehr versorgen zu können, jedenfalls in größerem Umfang, wie wir es, wie ich schon sagte, in anderen Ländern erleben mussten. Vielen Dank dazu. Man muss natürlich auch sagen, dass andere, weil sie schon vor existierende Intensivregister zum Beispiel hatten, in skandinavischen Ländern, in Niederlanden, das war bei denen im Gegensatz ein Vorteil. Wir mussten das ja, wir haben es auch schnell etabliert, aber dass wir im Nachhinein gewesen sind, sieht man jetzt, dass das eine gute Idee war, die andere Länder da schon kontinuierlich und nicht nur über Covid-Patienten, sondern auch über andere Patienten. Die wissen halt viel, viel besser, was für Patienten auf den Intensivstationen liegen, wo wir jetzt erst sagen, sowas bräuchten wir eigentlich kontinuierlich. Stimme zu. Das Thema Überversorgung Intensivstationen ist sicherlich fast nochmal ein eigenes Pressbriefing-Thema. Aber vielleicht gehen wir da ganz kurz nochmal auf die Journalistenfragen auch zurück. Da habe ich noch eine an Herrn Kluge, die ich Ihnen gerne stellen würde. Und zwar kam die Frage, halten Sie es für möglich, dass irgendwann zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden wird, wer auf die Intensivstation aufgenommen wird? Also da haben wir uns als DIVI ganz klar abgestimmt und dass wir alle Patienten gleich behandeln. Wir würden das nicht als Kriterium für eine eventuelle Triage akzeptieren. Wir behandeln ja auch Selbstmörder, wir behandeln Motorradfahrer, die ohne Helm gefahren sind, Menschen, die nicht angeschnallt sind im Auto. Also als DIVI kann ich klar sagen, dass wir so ein Kriterium ablehnen. Wir behandeln alle Patienten gleich. Nach medizinischen Kriterien, aber nicht nach solchen Kriterien. Dann vielleicht auch noch ergänzend dazu eine Frage. Sie haben eben gesagt, 0,8% der Infizierten werden intensivpflichtig. Gilt das gleichermaßen für Geimpfte und Ungeimpfte? Können Sie da mal kurz irgendwie, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht nein. Können Sie da mal kurz. Nein, das ist jetzt, das muss man natürlich immer beachten. Also das ist die gemittelte Zahl über jetzt im Moment die Infektionszahlen und die Entwicklung, die wie Intensivregister. Man nimmt einfach die Zahl der Neuinfektionen der letzten Wochen und man sieht die tägliche Zahl der Aufnahmen auf den Intensivstationen mit Covid-19. Und da kann man diese Zahl ja relativ schnell berechnen. Nein, wir sehen ja, und diese Daten vom RKI kann man ja nicht oft genug wiederholen, dass die Impfung zum Beispiel in der hochgefährdeten Altersgruppe ab 90 Jahren zu über 90% vor schwerer Erkrankung und vor Tod schützt. Zu über 90%, aber auch nicht zu 100%. Also wir haben alle gedacht, die Impfung schützt zu 100%. Das war in unseren Köpfen so drin. Und das heißt natürlich, wenn ich jetzt Tausende von Senioren impfe, ich sag mal ab 60 Jahren, und wir haben ein hohes Infektionsgeschehen, dann wissen wir ja, dass die anderen 10% sich infizieren und auch schwer, also dass sich viele infizieren, es können sich ja mehr infizieren als 10%, aber dass sich diese 10%, die sind einfach gefährdet, das sind Impfversager. Und deswegen werden wir immer jetzt auch Impfdurchbrüche zunehmend sehen. Der Ungeimpfte hat aber ein dramatisch höheres Risiko, das ist bis zu 10-mal so hoch, einen schweren Verlauf zu bekommen. Und wir haben hier gute Zahlen aus Hamburg. Wenn Sie 80 Jahre sind und sich infizieren, sind ungeimpft, haben Sie ein Sterberisiko von 20-23% als Ungeimpfter. Ja, das ist dann auch sehr abhängig vom Alter. Also die Ungeimpften haben ein dramatisch höheres Sterberisiko. Und das Risiko ist in allen Altersgruppen, die empfohlen werden von der STIKO, immer größer zu versterben als durch Nebenwirkungen der Impfung, die es ja auch gibt, irgendwie schwer zu erkranken. Und insofern ist es für uns so extrem unverständlich, dass sich immer noch Millionen Deutsche nicht impfen lassen. Jetzt sollte man dazu ja auch noch ergänzen, diese 0,8% ungefähr, die wir zurzeit sehen, muss man ja kontrastieren mit der ersten und der zweiten und dritten Welle. Und am Anfang waren es 6%, die auf Intensivstationen gekommen sind. Zweiten, dritten Welle sind wir so bei 2-2,5% gewesen. Jetzt 0,8. Das ist ja vor allem deswegen niedriger, weil so viele geimpft sind. Denn wenn man das ausrechnet, die Impfeffektivität bezüglich überhaupt krank zu werden, ist ja so jetzt nach neuesten RKI-Zahlen 70% etwa. Aber ins Krankenhaus zu kommen, schon über 80% und bei der Intensivstation, wie Herr Kugel gerade sagte, 90%. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Also die 0,8% sind der gemittelte Wert über die Geimpften und die Ungeimpften. Wenn wir jetzt in Bundesländern gucken, wo es mehr Ungeimpfte gibt, Thüringen ist das beste Beispiel, da sehen wir ja auch, dass diese Wahrscheinlichkeit, auf Intensivstationen zu kommen, größer ist, weil eben natürlich für die Ungeimpften ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher und weniger im Vergleich zu den vorherigen Wellen gefallen. Also wir haben überhaupt nur so relativ wenige jetzt auf den Intensivstationen, weil so viele geimpft sind.
Das kann ich nur 100% unterstützen. Andersrum kann man auch sagen, ohne die Impfung wäre unser Gesundheitssystem jetzt kollabiert. Das muss man ganz klar sagen. Mit dieser Delta-Variante, ohne die Impfung, hätten wir nicht diese Impfung, wäre unser Gesundheitssystem jetzt definitiv kollabiert. Da hätten wir einen monatelangen Lockdown und das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Vielen Dank dazu. Wir haben eine Nachfrage bezüglich Krebsmortalität nochmal zu bekommen. Ich hatte eingangs diese Modellstudie oder Modellierungsstudie aus Großbritannien schon mal erwähnt. Und da ist die Frage, inwieweit lassen sich Modellrechnungen zu einer höheren Krebsmortalität in Großbritannien eben auf deutsche Verhältnisse übertragen? Das ist vielleicht eine Frage eher in Richtung Herr Busse, wie die Gesundheitssysteme da irgendwie unterschiedlich ausgeprägt sind. Wahrscheinlich kann man es einfach natürlich nicht übertragen. Aber können Sie vielleicht dazu noch was sagen? Naja, es sind ja verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Das sind sozusagen die Mortalität zu normalen Zeiten und die Änderung der Mortalität in so einer Pandemie. Und wir hatten ja vorhin, hatte ich ja schon mal gesagt, Kluge auch, dass wir haben ja nur ein Sechstel der Betten mit Covid-Patienten belegt. Das war in der zweiten Welle noch ein bisschen höher, ging so mal. Da waren es ja nicht etwas über 3.000, sondern über 5.000 Patienten. Aber in anderen Ländern war es ja so, dass sie praktisch ihre gesamte Intensivkapazität für die Covid-Patienten gebraucht haben, einschließlich Großbritannien, sodass auch die Auswirkungen auf die anderen Patienten in den Ländern noch größer waren. Also insofern, das versuchen wir ja zu verhindern. Jetzt kann man sagen, Modellierungen sind dafür gut, uns zu zeigen, was passieren würde. Und das wollen wir ja genau verhindern, damit es nicht eintritt. Also sozusagen als Drohszenario können wir das natürlich übertragen, aber nicht als exakte Vorhersage, was in Deutschland auf jeden Fall passieren wird, weil das wollen wir ja genau nicht. Also man muss vielleicht ganz kurz anfügen auf die Frage, das ist wirklich schwierig vergleichbar von den Systemen her. Und ich weiß in der starken Infektionslastphase in London zum Beispiel von Kollegen oder in England generell, aber London haben wir es besprochen als riesigen Ballungsraum. Wenn Sie da eine gleichzeitige Diagnose hatten von zum Beispiel Covid plus Krebs, kamen Sie nicht auf die Intensivstation. Da gab es eine eindeutige Triage. Das sind Patienten, die können trotzdem überleben. Das heißt, bei uns hatten die eine Chance, dort wurden die nicht aufgenommen. Es war ein klares Kriterium zu sagen, nein, der kommt hier nicht hin. Das würden wir niemals machen. Das haben wir auch noch nie erlebt. Insofern ist es nicht vergleichbar. Und eine Frage war vorhin gestellt und die habe ich nicht beantwortet, aber das, ich möchte trotzdem so klar sagen, wir wissen noch nicht sicher, ob sich die jetzige Situation und die Pandemie auf die Krebsmortalität auswirkt. Das werden wir erst in ein paar Jahren abschätzen können. Dazu lassen sich leider zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen machen. Warum? Nicht, weil wir da keine Zahlen haben, sondern vor allem, weil wir natürlich auch verspätete Operationen kompensieren durch medikamentöse Behandlungen, durch Bestrahlung und dann die Patienten am Leben halten können in vielen Fällen. Und deswegen ist jetzt noch nicht abschätzbar, ob sich durch die Pandemie die Krebsmortalität in Deutschland tatsächlich verändert. Herr Haller, ich möchte gerne Sie auch nochmal bezüglich Geimpfter und Ungeimpfter fragen. Ich habe letztens einen Beitrag von Ihnen gesehen oder mit Ihnen gesehen, wo Sie auch von einem 30-Jährigen erzählt haben, der bei Ihnen auf der Intensivstation lag. Ungeimpft, also mit großer Wahrscheinlichkeit ein mit Impfung vermeidbarer Fall gewesen wäre. Und wie kommen Sie und Ihr Team, vielleicht auch die Frage natürlich auch an Herrn Kluge allgemein natürlich, wie kommen Sie und Ihr Team mit diesen Menschen dann klar, also die ziemlich unnötig im Extremfall ein Intensivbett belegen? Was sagen Sie denen, wenn die ansprechbar sind? Also hilft es einfach, mit denen zu sprechen oder ist es irgendwie vertan in vielen Fällen? Also uns hilft es nur bedingt. Wir sind oft fassungslos. Den Familien hilft es vielleicht. Und wir müssen es für die besprechen, die noch in der Situation sind, dass sie sich impfen können und impfen lassen können und vielleicht dann nicht auf der Intensivstation liegen. Also ich habe dazu ja formuliert, Desinformation kann tödlich sein. Und ich bin tatsächlich erstaunt, fassungslos manchmal, dass junge Menschen auch mit sehr gutem Bildungshintergrund tatsächlich glauben, also tief überzeugt sind, dass sie durch Covid nicht in Gefahr kommen können. Oder dass sie einfach, weil sie so gesund und kräftig und 30-jährig sind, überhaupt niemals in die Zone kommen. Und wir haben natürlich auch durch Kommunikation suggeriert, dass es nur eine Erkrankung ist für die über 60-Jährigen. Natürlich ist die Mortalität dort stärker. Aber was sich in die Bevölkerung nicht hin genügend hat kommunizieren lassen im Unterschied zu anderen Ländern, ist, dass Covid ein gemeinschaftliches Problem ist, das zusätzlich auch noch junge Menschen gefährden kann durch den Tod
oder durch Long-Covid, also Langzeitnebenwirkungen. Das wird im öffentlichen Diskurs gerne bagatellisiert. Es wird nicht so klar ausgesprochen. Und man kann nur in Formaten wie diesem dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen kapieren, dass das eine gefährliche Krankheit ist, die sich deutlich unterscheidet von anderen Infektionskrankheiten. Und dass man tatsächlich deswegen auch im Alter von 20, von 30 und 40 auf der Intensivstation landen kann. Und dann hat jeder eine ziemlich hohe Chance, an der Krankheit zu versterben. Dank dafür. Herr Kluge, wir haben noch eine Frage bekommen, noch mal ganz kurz zu den sozioökonomischen Merkmalen. Sie haben eben gesagt, die Leute, die auf der Intensivstation liegen, sind zwischen 20 und 80 Jahre eigentlich alt, also quasi jedes Alter. Können Sie noch mal genau vielleicht differenzieren, welche Menschen sind das? Oder der jeweilige Journalist formuliert es auch mit anderen Worten, wen erreicht die Impfkampagne nicht? Ja, also nach meiner Einschätzung, und wir haben auch hier Umfragen gemacht in Hamburg, haben wir es so bei 25% wirklich mit Menschen zu tun, die sich ganz, ganz bewusst gegen die Impfung entschieden haben. Und die würden wir, glaube ich, auch mit einer weiteren Impfkampagne nicht erreichen. Aber 75% sind Impfzauderer oder Menschen, die Fehlinformationen aufgesessen sind, wie Halleck das schon gesagt hat. Also wirklich diese Mythen, die Impfung macht unfruchtbar, ich kann keine Kinder bekommen, ich kriege Sehstörungen davon und diese ganzen Dinge, die wirklich grotesk sind. Oder auch Menschen, die sagen, ich bin noch nicht dazu gekommen. Es gibt auch viele Menschen, die nicht jährlich zum Arzt gehen, zur Hautkrebsvorsorge oder solche Dinge, die sich einfach überhaupt nicht kümmern. Wir haben jemanden aufgenommen, der hat seit 20 Jahren keinen Arztkontakt mehr gehabt, ist 60 Jahre ungeimpft. Also, und wir haben, das muss man einfach sagen, und das ist, muss man einfach beschreiben, wir haben einen hohen Prozentsatz von Mitbürgerinnen und Bürgerinnen, die einen Migrationshintergrund haben, die Sprachprobleme haben, die nicht Deutsch sprechen. Das ist ein Riesenthema. Und das geht aber durch alle, sage ich mal, Gruppen und Kulturkreise. Ich kann jetzt gar keine Gruppen aufzählen, weil das nicht eine auch ethnische oder Bevölkerungsgruppe ist. Das geht durch alle Kreise. Es hat sicherlich viel mit sozialem Status auch zu tun, mit engen Wohnraumverhältnissen. Wir sehen bei unseren Patienten, dass im Regelfall die ganze Familie positiv ist durch die Delta-Variante. Also wir haben auch Schwangere betreut, die sich durch Kinder angesteckt haben. Und wenn wir im Regelfall fragen, können die Angehörigen gar nicht kommen, weil sie alle positiv sind, auch in größeren Familienverbänden oder die Erkrankung dann schon durchgemacht haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Gruppe nicht erreicht wurde durch die bisherige Impfkampagne. Auch wenn man mehrsprachige Flyer anbietet, Informationsangebote. Ich glaube, hier hätte man mehr tun müssen, wenn ich mir diese doch wirklich sehr schlechten Impfquoten angucke in vielen Bundesländern. Und wenn wir es auch gesamt nochmal vergleichen mit vielen anderen westdeutschen Ländern, wie kann es sein, dass Portugal und Spanien so fantastische Impfquoten haben? Und also wir in Deutschland sind so weit abgeschlagen, zumindest bei den westdeutschen europäischen Ländern. Also ich glaube, man hätte im Nachhinein mehr tun müssen. Und jetzt ist aber die Chance, auch wenn es jetzt natürlich Wochen und Monate dauert, bis so eine Impfung wirkt, jetzt mit der Boosterimpfung und nochmal auch mit der Erstimpfung nochmal wirklich die Impfkampagne neu aufzuziehen. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Und das muss ich auch sagen, die Hausärzte und Internisten im ambulanten Bereich, die werden das nicht schaffen. Wir hören alle, dass jemand keinen Termin kriegen konnte in den nächsten Wochen zur Boosterimpfung, obwohl er schon dran ist, 70 Jahre. Das geht nicht. Also wir brauchen jetzt ein ganz, ganz schnelles nationales Konzept, um diesen Impffortschritt, insbesondere hinsichtlich der Boosterimpfung, nochmal anzukurbeln. Ja. Also da gibt es Menschen, die kann man noch erreichen. Und wir müssen, glaube ich, mehr wohnortnah impfen, solche Impfbusse, solche multilingualen Impfteams, die wirklich, ich sag mal, eher in die Supermärkte gehen als in die Elbphilharmonie. Dort trifft man nach meinen Erfahrungen jetzt nicht mehr die Menschen, die noch nicht überzeugt worden sind oder die das Impfangebot noch nicht erreicht hat. Dazu ergänzen vielleicht auch eine Frage an Sie alle drei, mit Bitte um möglichst kurze Antwort, wenn es geht, fordern Sie eine allgemeine Impfpflicht? Ich fange mal an, ich würde sagen, noch nicht, weil wir haben nach meiner Meinung das Kommunikationspotenzial nicht ausgeschöpft, durch die auch zum Teil sehr stotterhafte, zögerliche, gegensätzliche Kommunikation durch Fachleute wie Politik, haben wir es nicht geschafft, wie Portugal die Bevölkerung zu mobilisieren. Ich glaube nicht, dass die deutsche Bevölkerung dümmer ist oder anders informiert ist als die portugiesische. Und dort wurde 97% Impfquote erreicht ohne Impfpflicht. Und ich fordere nachdrücklich die Politiker und sämtliche Verantwortungsträger auf, hier nochmal nachzulegen, aufzuhören mit ständigen Dissonanzen zu Marginalien und die Impfkampagne professionell generalstabsmäßig zu organisieren, um die Zahlen so schnell wie möglich in Richtung 90% zu kriegen. Das kann man erreichen,
Und wenn das nicht greift, dann über Impfpflicht reden, aber nicht, ich persönlich würde es nicht umgekehrt machen. Herr Kluge, Busse, wer also, vielleicht fahren, gerne. Also ich würde sagen, es wird natürlich, wir haben, es war ja auch in anderen Ländern die Debatte. In Frankreich haben wir das gesehen, weil die ja auch entsprechend, wie wir auch und wie vielleicht noch mehr sogar in Ländern wie Österreich, so Impfskeptiker da sind. Und ich würde auch eher für so einen französischen Weg plädieren, dass man sagt, es gibt bestimmte Berufsgruppen, da gehört es dazu, dass man geimpft ist. Und das fängt beim Pflegepersonal an. Man muss dann natürlich auch über andere Personen in Schulen, Kindergärten, Busfahrer und so weiter nachdenken. Also wo ganz klar ist, dass beruflich bedingt Kontakt mit sehr, sehr vielen Menschen passiert, da würde ich für eine Impfpflicht plädieren. Und dann das Bevölkerungsweite noch sozusagen als zweite Stufe, da stimme ich mit Herrn Hallig überein. Das wäre jetzt auch eine zu große Kraftanstrengung, auch hinsichtlich Debatten und so weiter. Aber bei ein paar Gruppen, wo wir wissen, dass die insbesondere mit den vulnerablen Patienten in Pflegeheimen zu tun haben, da muss meines Erachtens was passieren. Ja, vielleicht von meiner Seite zwei Bemerkungen und dann die Sicht der DIVI. Es ist natürlich so, ich denke, eine Impfpflicht für medizinisches Personal würde uns akut jetzt gar nicht helfen. Also im Krankenhaus ist es so, dass wir alle Mitarbeiterinnen, die in der Patientenversorgung sind, zweimal pro Woche testen und die Nicht-Geimpften werden täglich getestet. Also ich glaube, wir haben einen guten Überblick. Eine Impfpflicht, da würde uns momentan wenig helfen. Und ich denke, auch in den Senioren- und Altenheimen müssen die Mitarbeiterinnen natürlich einfach getestet werden. Also akut hilft das wenig. Man muss auch einfach nur feststellen, wenn wir eine Impfpflicht machen für medizinisches Personal, gehe ich davon aus, dass bis zu 10, vielleicht sogar mehr, 15% der Pflegekräfte nicht mehr am Bett eingesetzt werden können, vielleicht auch kündigen. Wir verlieren nochmal sicherlich 10-15% der gerade jetzt betreibbaren Intensivbetten. Das muss uns nur klar sein. Spricht nichts dagegen. Die DIVI hat sich natürlich auch Gedanken dazu gemacht und ich lese das nochmal ganz kurz vor, das geht schnell. Die DIVI ist prinzipiell gegen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, sieht jedoch eine professionsethische Verpflichtung für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen, sich impfen zu lassen. Wenn eine Impfpflicht politisch und verfassungsrechtlich opportun wäre, dann sollte diese prinzipiell für alle dafür in Frage kommenden Menschen in Deutschland gelten. Alles klar, vielen Dank dazu. Ich möchte zum Schluss, weil wir haben leider nur noch 2 Minuten, nochmal einen kleinen Blick dann eben jetzt auf die vierte Welle gehen. Und ja, eigentlich würde ich gerne die Pflegekräfte auch nochmal kurz angesprochen haben, aber das wird jetzt ein bisschen schwierig. Wir versuchen es vielleicht mal alles zusammen zu packen. Und zwar, was machen die Intensivstationen, wenn die vierte Welle nicht rasch gebrochen wird? Also wenn wir noch höhere Inzidenzen kriegen, das Pflegepersonal wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen das Zusätzliche bereitgestellt. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach machbar sein. Also was ist so der Blick, wenn die Inzidenz jetzt noch weiter gestiegen ist oder steigen wird? Was kann man intensivtechnisch noch tun, außer Patienten überall hinzuschiffen? Wie gesagt, wir müssen alle nicht dringlichen Operationen jetzt wirklich bundesweit verschieben. Das muss man machen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Bevölkerung. Wir müssen Personal wieder transferieren auf die Intensivstation, damit es gar nicht zur Triage kommt. Und wir müssen Patienten in Regionen verlegen, wo die Belastung noch nicht so hoch ist. Alec, Herr Busse, haben Sie da noch zu sagen? Herr Busse, Herr Alec. Also vielleicht sehen wir ja auch in den DIVI-Intensivregister sind ja immer noch diese Notfallreserven angegeben, die innerhalb von 7 Tagen mobilisiert werden können. Das ist ja das, was Herr Kluge sagt. Dafür braucht man Personal von anderen Abteilungen. Das ist eine größere Organisationsaufwand und Motivationsaufwand innerhalb der Krankenhäuser. Also da ist noch eine gewisse Reserve, aber natürlich diese auch nicht unendlich. Also das muss einem auch klar sein. Irgendwann sind auch die zusätzlichen Kapazitäten dann wieder erschöpft. Also wir müssen die Welle brechen, bevor sie zu hoch ist. Und dem möchte ich nur anschließen. Wir können natürlich immer noch irgendwelche Reserven mobilisieren und dann immer noch mehr Personal in die Erschöpfung treiben. Ich formuliere deswegen ganz klar und kurz, wir müssen jetzt in der Politik alle Weichen stellen, dass wir die Inzidenzen, die Fallzahlen runterkriegen und es gibt hervorragende Mittel. Und dazu brauchen wir eine einheitliche, einige und professionelle Kommunikation durch die Verantwortlichen in unserem Land. Wir brauchen Leadership und dann kommen wir damit klar und zwar auch schnell. Das muss jetzt schnell passieren und ich würde mich ein bisschen sträuben zu sagen, die Krankenhäuser werden es wieder kompensieren. Dann sterben weiter Menschen, die unnötig sterben. Intensivmedizin ist nicht die Reparaturwerkstatt für eine fehlgeleitete Politik. Ist klar.
Dann mit Blick auf die Zeit, vielen Dank Ihnen dreien und vielen Dank an die Journalisten für die zahlreichen Fragen. Wir konnten leider wahrscheinlich nicht alle stellen, es kamen einfach zu viele, aber ich hoffe, wir konnten doch große Themenblöcke einfach anreißen, sodass jeder aber auch was für sich mitnehmen kann. Ich danke Ihnen recht herzlich und machen Sie es gut und ja, ich hoffe, dass für Sie demnächst ein bisschen Entspannung zumindest in den Häusern antanzt. Vielen Dank. Vielen Dank.